Seit diesem Jahr, Januar 2017, hat man beschlossen, dass man einen Schiessnachweis machen muss, dass man überhaupt schauen kann, ob man auf die Jagd gehen kann. Wie habt ihr das aufgefasst, wenn ihr von dem erfahren habt? Und was sind jetzt eure Gedanken dazu? Also ich finde das sehr positiv. Wir sind ja, soweit ich orientiere, bei den letzten Kantonen in der Schweiz, weil das Obligatorium für die Schiesspflicht hat eingeführt. Ich würde das sehr begrüßen. Erstens soll jeder, der die Jagd gibt, sicher gewisser, dass die Jagdwaffe eventuell funktionieren tut. Und zweitens soll er sich vergewissern, dass er die Schiesstauglichkeit, die gefordert wird, erbringen tut, für danach auf die Jagd zu gehen und dementsprechend auch sichere Schiss auf die Tiere abzugeben. Meinen Sie, es gibt dadurch nachher weniger patentierte Jäger jetzt während der Jagd oder wird das circa im gleichen Ausmaß stattfinden? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Die Frage haben wir eigentlich schon häufig gestellt. Es werden sicher vor allem die ältere Generation. Ich rechne mich da noch nicht so dazu, wobei da ist ein paar graue Haare haben. Aber die ältere Generation hat vielleicht ein bisschen Mühe, weil das doch die Jäger sind, die schon häufig Jahre zu Jagd haben und sicher erfolgreich und gut gejagt haben. Und jetzt die Schiesspflicht. Aber vielleicht aber zu wenig im Schießstand gehen schiessen und vielleicht mit dem ein bisschen Probleme haben. Aber es wird sicher der eine oder andere geben, der jetzt vielleicht eher verzichtet wird auf die Jagd durch die Testen Willen. Aber ich glaube, das ein grosser Einfluss wird auch. Jetzt ihr seid hier mit einer grossen Gruppe hier und ich habe mitverkürmen, ich hatte sogar einen internen Wettkampf zu dem Anlass. Was sind da die Ziele und wie habt ihr jetzt so die Bedingungen abgemacht? Ja, eine grosse Gruppe ist übertrieben, wir sind ein kleiner Ortsverein, Jagdverein Messersee bin, wie schon angedehnt vorher. Wir kommen immer oder die immer eine Meisterschaft schiessen miteinander und kommen jetzt schon ein paar Jahre in Brüche auf das Ried Merl, weil eine super Anlage. Wir sind super aufgekommen hier, sind immer gut empfangen und wir fühlen uns wohl. Und aus diesem Grund bin ich schon entschlossen, hier Vereinsmeisterschaft zu schiessen, einfach mit der Kugel. Jetzt, was bekommt der Sieger von diesem Schiessen, auch intern? Gut, ich muss mal schauen, wir machen immer eine Tombola jedes Jahr und mal schauen, ob ein oder andere Preis übrig bleibt von der Tombola. Aber was das wird sein, ist schwierig. Sicher nicht ein grosser Preis. Aber der Gewinner ist sicher immer der gute Flasche Weissfrieden. Ist das also eine Ehrensache? Das ist eine Ehrensache, ja, klar. Aber es ist immer ein bisschen Spannung dabei, wenn man so intern eben so Vereinsmeisterschaften, dass man dort einander gerne ein bisschen Hänsel jedes Jahr, weil er ist der Bessere und der tut das so gut, wenn man das da aber kann ausbaden miteinander am Schiedsstand. Ja, jetzt ist es bald so weit und ich sage nochmal Weidmanns Heil. Ja, Weidmanns Dank. Merci vielmals.